Hauptschule einen Kurs, wo man Hauptschule nachträglich machen kann, begleitet und habe da vielfältige Erfahrungen gemacht mit Menschen, die nicht den geraden Weg sozusagen in ihrer Bildungsbiografie hatten, sondern einfach ein bisschen schwerer hatten. Und ich konnte dort einen Filmworkshop umsetzen in der Volkshochschule und konnte daran teilnehmen. A, war das sehr spannend damals, weil die Kameras waren so groß, was wirklich was Besonderes. Niemand hat gefilmt, nur ein paar Auserwählte, sage ich jetzt mal. Und dann dachte ich mir, Mensch, das wäre eine Idee, mal so einen Workshop mit den Teilnehmenden zu machen, und habe dabei gemerkt, dass da unglaublich viel Potenzial drin liegt, weil einerseits, wenn jemand mit so einer Kamera umgehen kann, sind die Umstände waren alle so voller Hochachtung. Sie waren plötzlich in einer anderen Rolle, sie waren die Experten und haben Interviews geführt. Und da habe ich gemerkt, wie man auch die Fragen, wenn man die aufgreift, bearbeiten kann. Also das hat so viel Power gehabt und dieses Projekt war so eindrücklich für mich, dass ich weiter mit diesem Medium gearbeitet habe. In der Folge war das für mich so die Initiation zu sagen, hey, das hat so viel Kraft, das will ich weiter nutzen. Also das erste Initiationserlebnis war natürlich damals, diesen Filmworkshop zu machen und immer wieder mit Medien zu arbeiten und zu gucken, welche Chancen das hat, welche Kraft das hat. Und eben, wenn man Pädagogin ist, zu gucken, warum mache ich das? Ich will an den Lebenswelten der einzelnen Menschen ansetzen und deren Themen bearbeiten, ihnen eine Stimme zu geben. Und das war natürlich mit Medien ganz toll. Und da gab es schon verschiedene Highlights, sage ich jetzt immer wieder, weil ein Highlight ist immer wieder am Ende eines Workshops zu gucken, was haben die gelernt, was haben die mitgenommen, wo stehen sie am Anfang und am Ende, wie haben sie sich empowered oder Erfolgserlebnisse gehabt. Das fand ich immer eindrücklich, und ein besonderes Projekt habe ich euch mitgebracht sozusagen, oder möchte ich jetzt mal hervorheben. Das ist ein Buch, das steht in der Reihe von drei Büchern, und ich habe mit Frauen aus verschiedenen Ländern dieses Buch gestaltet oder eines der Kochbücher gestaltet, und da ging es weniger darum, ein Buch zu gestalten, das schon auch, aber die Einzelnen mit ihren Kompetenzen sichtbar zu machen, eben da ein Rezept darzustellen oder ein Buch, wie kann so ein Buch gestaltet werden. Die haben ganz viel gelernt, wie werde ich kompetenter im Umgang mit dem Computer und so weiter, und zum Schluss steht ein Ergebnis, wie ganz oft, und das ist einfach ein tolles Erlebnis, und dieses Buch hat für viele Frauen in Türen in Umgebungen geschaffen, die sie sonst nie hatten. Also sie haben mit Stolz erzählt, auf der Straße sind sie getroffen worden und wiedererkannt worden. Du bist doch die von dem Buch, also du bist nicht die Migrantin und so weiter, sondern einfach auch wieder in einer ganz anderen Rolle, in der Rolle der Macherin, eine Person, die ein Buch mit herausgegeben hat oder veröffentlicht hat. Das Buch ist in aller Welt, und das war einfach ein ganz einprägsames Erlebnis, und das hat ganz viele Ebenen von Wirkung. Und da an diesem Projekt, deswegen denke ich da ganz besonders daran, und dann haben 180 Frauen aus 80 Nationen daran teilgenommen in diesen drei Büchern, und das war schon was Besonderes, also immer Schritt für Schritt. Und für diejenigen hat, oder für viele, hat sich dadurch schon einiges verändert, und sie haben sehr viel Kraft daraus geschöpft. Ich bin Allrounderin und ich habe viele Fähigkeiten mir erworben, und ein Schwerpunkt ist die interkulturelle Medienarbeit mit Frauen eben, wo ich jetzt arbeite, auch jetzt in Online-Angeboten, und immer wieder zu überlegen, was brauchen diejenigen, was ist deren Interesse und wie kann man da ein Projekt machen. Das waren Bücher, wir haben jetzt zum Stadtjubiläum einen Audioguide gemacht, wo es darum ging, wie werden auch Migrantinnen mit ihren Geschichten gesehen und sind Teil der Stadtgesellschaft und so weiter. Also dieses Thema ist wichtig, und ein Steckenpferd sozusagen mit meiner Expertise ist auch immer wieder neue Projekte zu entwickeln, also sozusagen Kinder interessieren sich für Computerspiele, also wie könnte man Computerspiele nutzen, um ein kreatives Projekt zu entwickeln? Wie kann ältere Menschen partizipieren, die jetzt gerade ausgeschlossen sind oder zu Hause sind und einsam sind, und viele Menschen fühlen sich abgehängt und haben nicht so Expertise, welche Angebote braucht es und wie müssen die sein? Am Anfang, habe ich ja erzählt, war diese Arbeit mit Film oder Film als Medium, um sich auseinanderzusetzen, eine Stimme zu bekommen und eine Bühne zu bekommen. Und dann in der Folge denke ich schon, dass Computer immer präsenter wurden, also dass man diese analogen Medien, das war so ein großer Umbruch, dann auch digitale Medien zu nutzen und Computer, die Einzug gehalten haben. Ich erinnere mich noch eindrücklich, als so die ersten Internetcafés dann gaben, und es ging wie heute, es gibt nur, die bekommen Technik, und dann auch zu sagen, nein, aber die Technik alleine reicht nicht, dieses Internetcafé braucht Menschen,
wo entweder Ältere, Jüngere, alle lernen, wie man damit umgeht und wie man damit sinnvoll umgeht, wie man damit reflektiert umgeht. Dann kam der Meilenstein Internet. Und immer wieder musste ich in Jugendzentren oder sonst wohin gehen, zu sagen, hey, das wird bleiben, das wird immer mehr eine Relevanz haben. Und ich merke schon, wenn ich so zurückblicke, dass das sehr kräftezehrend war, dass die Leute mich immer angeguckt haben und ich gehört habe, ja, jetzt übertreibt sie wohl sozusagen eine Revolution. Na gut, das hat mich sehr angestrengt, sage ich jetzt mal, immer wieder zu sagen, hey Leute, das ist eine Chance auch. Natürlich gibt es auch große Herausforderungen mit der Digitalisierung, mit den Entwicklungen heute, mit der Durchdringung der Lebenswelt, diese Kultur der Digitalität. Die verändert uns, dass wir permanent jetzt auch mit dem Smartphone, dass wir mobil kommunizieren und da immer wieder zu gucken, was hat das mit der Lebenswelt von den Kindern und Jugendlichen zu tun, welche Lernchancen gibt es, aber auch Herausforderungen, wie kann man das wieder zurückspulen in die pädagogische Arbeit. Ich habe in der Corona-Krise jetzt gelernt, dass man auch so mit dem tollen Team, mit dem wir hier zusammenarbeiten, wir auf die Anforderung ganz schnell Antworten geben, dass wir ganz schnell diesen Transfer geschafft haben. Das fand ich für mich ein ganz tolles Erlebnis, dass wir alle unsere Expertise zusammengetan haben und gesagt, wie kann jetzt das, was analog war oder Präsenz, wie kann das digital funktionieren? Das finde ich schon ganz toll und wir haben da wirklich tolle Angebote kreiert, wo ich selber ganz begeistert immer wieder bin und das würde ich gerne auch beibehalten, punktuell. Für Risikogruppen, denn wir haben zum Beispiel auch autistische Kinder erreicht, wo diejenigen gesagt haben, die würden gar nicht zu dir kommen vor Ort, aber dieses Digitale, das hat eine große Chance und da noch ein bisschen mehr drauf zu schauen, wo hat es jetzt noch einen Platz vielleicht, wenn die Pandemie hoffentlich irgendwie mal wieder Normalität erlaubt und Präsenz auch, wo gibt es diese Formate, dann Videokonferenzen finde ich schon punktuell einfach sinnvoll und spannend, auch wenn ich gerade diese interkulturelle Medienarbeit mit Frauen, da hatten wir plötzlich eine Irakerin am Tisch, sage ich jetzt mal, in einem Zoom-Meeting, weil eine gesagt hat, kann ich meine Schwägerin einladen, klar. Dann war die aber aus dem Irak und wir haben die Situation mit Corona da und dort besprochen. Das fand ich auch ein eindrückliches Erlebnis und das könnte sicher für andere Formate, wo man jemanden zuschaltet, aus einem Kontext, der sonst gar nicht möglich wäre. Das fände ich spannende Szenarien. Oder wenn man irgendwo Veranstaltungen, damit man nicht hinreisen muss, auch nachhaltigkeitsmäßig, denke ich, das ist auch ein Thema, das mich beschäftigt. Wie kann man diese Themen immer wieder auch zusammenbringen? In der Pandemie hat man ja gesehen, wie wichtig Medienbildung ist. Also, dass die Kinder nicht teilhaben können am Unterricht, dass es natürlich die Geräte braucht, aber letztendlich braucht es auch das Wie. Wie kann ich das benutzen? Wie kann ich teilhaben? Und wie kann ich mich auch auseinandersetzen für ältere Menschen? Das ist eindrücklich gewesen, dass dieses Thema plötzlich nicht mehr hinterfragt wird. Also dass nicht mehr sagt, braucht es Medienkompetenz? Jetzt ist einfach diese Diskussion durch. Und das finde ich auch mal sehr entspannend, dass alle sagen, ja, man braucht Medienkompetenz und das entlastet mich sehr, sage ich jetzt mal, in meinem jahrelangen Bemühen. Und man kann jetzt weiter starten. Man kann sagen, lebenslanges Lernen ist ein Gebot der Stunde und man muss es noch viel mehr mit Leben und Aktivitäten füllen. Es muss mehr Orte geben der Medienbildung. Und eine Idee von mir hat sogar geschafft in die Digitalisierungsstrategie, nämlich das Haus der digitalen Kultur. Und dann hoffe ich sehr stark, dass das noch kommen wird und dass es eben auch viele Menschen in dieses Haus kommen und von alt bis jung experimentieren, mit Freude diese neuen Möglichkeiten entdecken und auch unsere Gesellschaft mitgestalten.